Wir haben die Küche jetzt mal testweise eingebaut in den Van. Seitdem ich an diesem Van baue, dass ich mir was überlege, ich schneide es zurecht und dann fällt mir so auf, ja, eigentlich wäre es anders dann doch noch ein bisschen cooler. Das heißt, es ist jetzt noch mal eine ganze Menge zusätzliche Arbeit und genau deswegen dauert das Ganze auch so lange, wie es im Moment dauert. Deswegen sitze ich seit einem Jahr an diesem Van dran und bin immer noch nicht fertig. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Outdoor-Fotografie und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tatsächlich das erste Video im neuen Jahr und es ist schon Februar. Ja, ich habe eine etwas längere Pause gemacht, lag auch daran, dass ich sehr viel zu tun hatte. Habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt. Sei es drum, ich bin heute mal wieder am Campervan und wir bauen heute die Küche. Beziehungsweise habe ich schon ein bisschen gebaut und ich möchte euch heute aber zeigen, wie es weitergeht. Und diese Küche, da sitze ich schon eine ganze Weile dran, habe immer wieder Zeichnungen gemacht, wie das Ganze aussehen soll. Jetzt bin ich, glaube ich, so langsam an dem Punkt, wo es perfekt ist, für mich zumindest. Ein großes Dankeschön an den heutigen Sponsor des Videos, LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Buchhaltung ganz einfach gestalten. Spare jetzt 40% mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Schauen wir uns das gute Stück doch mal ein bisschen näher an. Hier seht ihr das Ganze. Ich habe hier mit sogenannten Queen-Ply-Holz gearbeitet. Ich kann euch das mal zeigen, denn wir haben hier hinten noch weitere Platten bestellt. Das Zeug ist unfassbar teuer, aber gleichzeitig auch mega cool. Wer von euch Multiplex-Platten kennt, das ist ein ähnliches Prinzip. Ja? Also auch hier immer schön miteinander verleimt das Ganze. Aber es ist nochmal wesentlich leichter als normales Multiplex. Ich habe jetzt hier erstmal eine Unterteilung gemacht. Also das Ganze wird insgesamt 3 Fächer haben. Und diese Fächer bekommen jetzt hier noch Schubladen. Das, was jetzt hier oben ist, ist quasi die Vorderfront. Man sieht jetzt hier auch, dass es hier noch so ein bisschen weiter herunter geht. Wir haben ja so eine Eintrittsstufe und da steht das Ganze dann so ein bisschen drüber. Zeige ich euch auch gleich alles nochmal, wenn es dann wirklich im Van drin ist. Und was ich hier noch gemacht habe, hier habe ich so ein kleines Gimmick eingebaut. Ja, glaube ich, macht auch inzwischen fast jeder. Aber so eine kleine Vorstufe quasi, dass die Schubladen erstens nicht ganz am Boden unten sind und dann vielleicht über den Boden schleifen, wenn man sie aufmacht. Ich habe hier also so ein Spiel von 3 bis 4 cm ungefähr über dem Boden. Und das zweite Schöne an dieser Geschichte ist, ich kann jetzt hier unten noch so eine schöne LED-Leiste dann rankleben. Und das Ganze wird dann so ein bisschen indirekt beleuchtet. Ja, ist so ein kleines Gimmick, was ich irgendwie noch mit einbauen wollte. Gerade wenn man ja vielleicht nachts mal aufstehen muss aus dem Bett und auf die Toilette gehen möchte oder auch einfach eine kleine Orientierung haben möchte, dann muss man nicht das gesamte Licht im Van anmachen, sondern da reicht vielleicht dann auch die LED-Leiste unter der Küchenzeile. Ich habe jetzt hier quasi schon den Korpus zusammengebaut. Das Ganze habe ich gedübelt und geleimt. Ich habe erst überlegt, ob ich das Ganze mit Schrauben mache. Ich habe dann aber wieder im Internet gelesen und wenn man eine Meinung sucht, dann bekommt man 10. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, ja, wenn man das verschraubt, dann können sich die Schrauben auf Dauer lösen, weil da natürlich relativ viel Bewegung im Van drin ist. Deswegen wäre Kleben besser. Ich habe da nicht nur geklebt, sondern auch noch verdübelt. Das Ganze hat jetzt natürlich auch den Vorteil, dass man durch die fehlenden Schrauben keine Schrauben sieht. Also von außen als auch von innen ist da nichts zu sehen, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Ich habe jetzt auch die Kanten alle noch so ein bisschen abgerundet. Ja, also da bin ich einmal mit der Fräsmaschine rübergegangen und habe hier so eine schöne Rundung reingefräst, damit man einfach auch keine scharfen Kanten im Van hat, wo man sich dann irgendwie wehtun kann. Heute ist mein Plan, dass ich diese Platte hier, also die obere Platte quasi, nochmal abnehme. Die wird nochmal richtig geschliffen, wird nochmal neu geölt. Dann wird die auch festgeleimt und dann kann dieser ganze Korpus erstmal so, wie er ist, in den Van rein und dort auch verschraubt werden. Und dann kümmere ich mich im nächsten Schritt, und das passiert jetzt auch gleich in dem Video, um Schubladen und Fächer und so weiter. Hier sieht man das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen genauer. Ich habe jetzt nämlich mal oben die Platte abgenommen. Und hier habe ich das Ganze dann wirklich verdübelt. Ne? Hier sind auch noch ein paar Löcher frei. Also da habe ich einfach mit einer Dübelmaschine quasi die Löcher reingebohrt, dann einfach Holzdübel reingesetzt. Und theoretisch, wenn ich jetzt die Platte oben dann richtig draufpacken möchte, dann kommt hier eine Leimschicht nochmal drüber. Dann wird das Ganze draufgesetzt, richtig miteinander verpresst für 24 Stunden, sodass der Leim auch wirklich seine volle Wirkung entfalten kann. Und dann ist das auch wirklich eine feste Verbindung, wo nicht mehr viel passiert. Success.
just a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. Ich habe mir eine Arbeitsoberfläche noch gekauft zur Küche mit dazu, weil bisher war das ja nur ja, quasi das Gerüst, also der Korpus, den ich zusammengebaut habe. Und jetzt habe ich mir hier aus Vollholz, Eiche, hier eine Arbeitsplatte gekauft. Die ist natürlich vom Gewicht her nicht ganz leicht, aber ich habe folgenden Plan. Ich habe mir die jetzt hier schon mal auf Länge und auf Breite so einigermaßen zugeschnitten. Jetzt habe ich hier auch gerade schon die erste Rundung reingefräst, hier mit der Fräsmaschine, damit alle Ecken und Kanten natürlich auch abgerundet sind, damit man sich nicht im Van wehtut irgendwie. Was ich mir jetzt überlegt habe, ich möchte diese Platte da draufsetzen, aber so ein bisschen absenken. Ich habe ja oben drauf als Korpus quasi schon 1,5 cm Brett als Stärke drauf. Dieses ganze Ding hier hat eine Stärke von 28 mm, also 2,8 cm. Und ich möchte jetzt diese 15 mm absenken, dass man quasi von dem Korpus nichts mehr sieht an dieser Stelle. Das heißt, ich werde jetzt hier mir das Ganze ausfräsen. 15 mm ausfräsen überall, nur am Rand bleibt noch so ein klein bisschen was stehen, weil das soll ja dann auch so ein kleines bisschen rüberragen, so wie so eine Küche halt aussieht am Ende. Ne? Und deswegen wird auch nochmal sehr viel Gewicht hier von der Platte runtergenommen werden am Ende und ich habe trotzdem eine richtig coole Arbeitsoberfläche. Das Ganze muss dann natürlich noch geölt werden, ich werde das hier auch nochmal komplett abschleifen. Man hat hier auch so ein paar kleine Stellen drin, das ist halt wirklich Vollholz, ne? Also das ist wirklich pures Holz und ich werde mal gucken, ob ich die jetzt hier so drin lasse oder ob ich das hier, diese kleinen Ecken und Kanten und Macken, die hier so drin sind, ob ich die vielleicht irgendwie auch nochmal abschleife und ja, irgendwie noch bearbeite. Ich weiß es noch nicht genau. Aber auf jeden Fall gefällt mir der Look hiervon sehr, sehr gut und ich glaube, die Küche wird so langsam richtig, richtig schön. Hier sieht man schon die erste Kante, die ich gerade eben schon gefräst habe. Schön abgerundet, 3 mm Rundung drin. Und jetzt ist das Ganze hier auch wirklich richtig schön. So, wir haben die Küche jetzt mal testweise eingebaut in den Van. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich bin relativ zufrieden damit. Es gibt so ein paar kleine Stellen, wo ich unzufrieden bin. Die zeige ich euch mal jetzt. Eine Stelle ist zum Beispiel hier oben. Wenn ihr euch das Ganze mal von weiter weg anguckt, diese Tür, die ist natürlich so ein bisschen schräg und diese Wand ist gerade. Das bedeutet, wir haben hier unten einen relativ großen Abstand und hier oben wird es eng. Und hier war es so eng, dass ich hier was rausnehmen musste, weil das sonst nicht hingepasst hätte. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Loch drin und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das kaschieren werde. Wie gesagt, hier oben kommt ja noch die Arbeitsplatte drauf und dadurch, dass wir die ja so ein bisschen einsenken wollen, wird man jetzt hier auch so ein kleines bisschen von dem Ganzen hier nicht mehr sehen. Übrigens hier auch eine Kleinigkeit, wo ich unzufrieden bin. Da haben wir leider ein bisschen in der Holzverarbeitung geschlammt. Das ist hier so ein bisschen rausgebrochen, das haben wir wieder eingeleimt, aber so hundertprozentig gefällt es mir eben noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Und hier kommen jetzt, wie gesagt, die Schubladen rein. Da kümmern wir uns jetzt als nächstes drum. Die Arbeitsplatte, die muss noch gefräst werden. Das werden wir nachher machen. Da fahre ich noch zu einem Kumpel, der hat eine CNC-Fräsmaschine. Da geht das Ganze dann ein bisschen besser. Aber grundsätzlich haben wir jetzt hier drei Fächer, die wir mit Schubladen füllen können. Beziehungsweise hier werde ich wahrscheinlich eine Tür reinmachen. Muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil hier der Kühlschrank ist. Da ist der Ausschnitt hier auch schon fertig. Und dadurch, wenn wir jetzt hier Schubladen einbauen, müsste man halt gucken, ob das überhaupt geht mit dem Kühlschrank. Also so wie er im Moment drin steht, würde das funktionieren. Aber da muss ich mir noch mal ein bisschen Gedanken machen. Hier habe ich jetzt auch schon eingezeichnet, wo hier die Ausschnitte für zum einen das Spülbecken sein sollen. Habe ich mir einmal hier so ein schwarzes gekauft. Ja. Nicht wirklich was Schönes, aber gut. Dann haben wir hier ein Induktionskochfeld. Auch das habe ich jetzt hier schon eingezeichnet. Hier mit einem kleinen Bedienfeld, das kommt dann hier vorne so ran, dass man das dann schön an- und ausmachen kann und steuern kann. Ja, einfach eine Kochplatte reicht mir vollkommen aus und hier in der Mitte habe ich genug Platz, um Essen vorzubereiten. Ja, und wenn wir sowieso schon mal im Van drin sind, hier hinten das Bett, das steht jetzt soweit auch schon. Ich habe hier das Frodi-System von Amazon mir gekauft. Hier kommt jetzt eine Matratze drauf und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann auf der Kamera, aber die sind schön elastisch und das heißt, wenn man jetzt hier eine Matratze draufpackt,
Die kann man von der Härte auch noch einstellen. Dann kann man hier wirklich richtig schön drin liegen. Ja, und die Liegefläche ist auf jeden Fall auch ausreichend. So, dann gehen wir mal runter in die Werkstatt. Jetzt bauen wir die Schubladen. Das ist das gute Stück, um was es jetzt geht. Ich habe hier gestern Abend schon so ein bisschen Vorbereitung noch gemacht. Das heißt, wir haben hier aus dem Holz schon mal ein bisschen was rausgesägt. Und zwar habe ich das Ganze hier auf eine Breite von 42 cm geschnitten. Das ist jetzt nämlich genau die Länge von den Schubladen, die wir brauchen. Und daraus werde ich jetzt einmal die Bodenplatte schneiden und einmal die Seitenteile, die dann so zack rechts und links drauf kommen. Für die Breite braucht man eine andere Maße, aber daraus kann ich zumindest schon mal die Seitenteile und die Bodenplatte machen. Und das theoretisch auch für mehrere Schubladen schon. Ich habe hier hinten noch ein zweites Brett schon geschnitten, auch in 42 cm Länge, damit wir hier gleich ein paar Schubladen hintereinander bauen können und nicht so viel Zeit verlieren. Das ist jetzt mal der Plan. Als erstes, man sieht jetzt hier auch, ne, so ein paar Kleinigkeiten hier am Holzrand, was mir nicht ganz so gut gefällt vom Schnitt jetzt. Das werde ich aber nachher noch ein bisschen fräsen. Da so eine kleine Rundung noch reinfräsen und dann hoffe ich, dass man das dann am Ende auch nicht mehr wirklich sieht. Die Bretter werde ich am Ende mit Dübeln, denke ich mal, mit Holzdübeln verdübeln. Ah, dafür habe ich mir hier Dübel besorgt und dann zusätzlich noch verkleben mit Leim. Und dann hält das Ganze auch. So habe ich übrigens auch meine Küche gebaut. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand, man. They don't want me to change, keep me where I'm standing. So, das ist geschafft, zumindest der erste Teil. Wir haben jetzt hier mal zwei Bodenplatten und insgesamt vier Seitenteile rausgeschnitten aus dem ersten Holzbrett. Und das gefällt mir schon echt gut. Also ich bin echt stolz auf mich, dass ich das tatsächlich so hinbekommen habe. Ich habe das jetzt nochmal kontrolliert, dass wirklich auf den Millimeter genau das Ganze auch bei allen Seitenwänden gleich ist und auch die zwei Bodenplatten wirklich genau die gleichen Maße haben. Also, wo ich vor ein paar Monaten echt immer noch richtige Probleme hatte mit dem Messen, mit dem Schneiden und so weiter. Inzwischen hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und inzwischen funktioniert es auch ganz gut, dass man gute und saubere Holzschnitte hinbekommt. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass die super geil sind, aber für meine Ansprüche auf jeden Fall schon relativ gut. Das Ganze wird jetzt so aussehen. Ich habe jetzt hier eine Bodenplatte und ich habe jetzt hier schon zwei Seitenteile. Zack, zack. Die kommen jetzt hier so davor. Und jetzt brauche ich quasi noch für hinten einmal so ein Teil. Ja, das muss ich mir jetzt noch zurechtschneiden. Das hat aber eine andere Breite, deswegen werde ich das aus einem anderen Holzteil schneiden. Und vorne kommt dann noch eine Blende ran. Die mache ich aber nicht aus Weiß, sondern da habe ich ein anderes Holz für, um die Optik ein bisschen schöner zu machen noch. Soweit erstmal der Plan. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt schon zwei Schubladen hier. Werden am Ende ein paar mehr sein. Aber ich wollte es jetzt erstmal mit zwei ausprobieren. Und wenn das gut funktioniert, dann geht's weiter. Was wir jetzt als nächstes machen, ich werde auf jeden Fall gleich hier noch die Wand zuschneiden, aber was wir jetzt erstmal machen können, ist, dass wir die Kanten hier so ein bisschen schleifen und dass ich vor allem mit der Fräse hier nochmal reingehe und so eine leichte Rundung reinschleife. Das gefällt mir immer ganz gut, wenn es nicht ganz so scharfkantig ist, sieht dann auch einfach ein bisschen besser aus und vor allem kann man hier so kleine Stellen noch so ein bisschen kaschieren, wo es halt nicht ganz so schön aussieht durch das Schneiden jetzt gerade eben. Also ich denke mal, das sind jetzt die nächsten Schritte, die ich machen werde. Let's go. Leute, was mir jetzt gerade eben nochmal so aufgefallen ist, als ich das Ganze nochmal so angehalten habe. Also, wenn ich das Ganze hier so aufstelle, dann habe ich ja im Prinzip eigentlich das Problem, wenn ich diese Schublade jetzt so rausziehen würde, was heißt Problem, aber mir ist aufgefallen, dann sieht man ja die ganze Zeit diese Holzkante hier. Ja, auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber man sieht sie. Wenn ich das Ganze jetzt so ranbringen würde, dann wäre das quasi eine glatte weiße Fläche von der Seite. Und es würde eigentlich cleaner aussehen. Und wenn ich jetzt hier vorne dann einfach die Holzblende dran mache, dann hat man im Prinzip gar nichts von diesen Kanten hier. Ich meine, die können auch schön aussehen. Und gerade auch in der Küche sieht man ja auch einige davon. Aber ich glaube, als bei der Schublade, wenn ich es vermeiden kann, dann will ich es eigentlich vermeiden, dass man die sieht. Hier oben drauf wird man sie sehen, aber hier werde ich mit der Fräse auf jeden Fall das noch so bearbeiten, dass es am Ende richtig cool aussieht und es wird dann auch geölt und so weiter. Da ist es okay, aber ich glaube, hier an der Seite möchte ich es eigentlich gerne vermeiden. So, das bedeutet jetzt, ich muss mal wieder ein bisschen umdenken, denn wenn ich das so machen möchte, dann ist das Ganze natürlich breiter. Das heißt, ich muss von der Bodenplatte erstmal hier noch ein Stück wegschneiden, damit es von der Breite her wieder passt.
Und die Höhe ist jetzt, das ist jetzt erstmal nebensächlich, ob das so oder so steht, von der Höhe her ist es egal. Das muss ja nicht bis ganz nach oben gehen, diese Seitenwand. Das ist okay. Aber ich muss mir dann überlegen, ob ich jetzt hier die Rückwand quasi, ob ich die jetzt hier trotzdem wieder draufstelle, was ja eigentlich Schwachsinn ist, oder ich packe sie dann auch hinten dran. Das heißt, die Bodenplatte wird quasi von allen Wänden quasi so umgeben. Ja, also ich stelle jetzt nirgendwo hier was drauf, sondern die Bodenplatte wird quasi von allen Wänden umgeben. Und das würde bedeuten, dass ich jetzt hier hinten quasi auch wieder ein Stück wegnehmen muss, damit es von der Länge, von der Tiefe her noch passt. Und von den Seitenwänden müsste ich das ebenfalls wegnehmen. Das heißt, es ist jetzt doch mal eine ganze Menge zusätzliche Arbeit. Und das ist im Endeffekt das, was hier die ganze Zeit passiert. Seitdem ich an diesem Van baue, dass ich mir was überlege, ich schneide es zurecht oder ich baue es zurecht. Und dann fällt mir so auf, ja, eigentlich wäre es anders dann doch noch ein bisschen cooler. Und dann macht man es entweder neu oder man muss zumindest noch Sachen anpassen. Und genau deswegen dauert das Ganze auch so lange, wie es im Moment dauert. Deswegen sitze ich seit einem Jahr an diesem Van dran und bin immer noch nicht fertig. Leute, aber ich bin halt so ein Mensch, der will es halt wirklich 100% richtig machen. Ich will, wenn ich so ein Ding baue und wenn so viel Geld in die Hand genommen wird, dann will man das am Ende halt auch 100% richtig haben, sodass man sich da am Ende auch wohlfühlt. Weil dieses Auto wird ein Auto sein, wo ich sehr viel Zeit meines Lebens verbringen werde. Also ich werde da nicht komplett Vollzeit drin wohnen, aber ich werde so viel damit unterwegs sein. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich solche Dinge jetzt hier nicht richtig mache, ich werde mich die ganze Zeit ärgern, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich das jetzt so, dass es mir wirklich richtig gut gefällt. Und ich glaube, so rum wäre es einfach besser. So Leute, und da ich jetzt gerade eben mal aufs Material geguckt habe und gesehen habe, dass wir echt schon eine ganze Menge jetzt gefilmt haben, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kurzen Break. Und wir machen Teil 2 im nächsten Video. Wenn dann die Schubladen fertig gebaut werden, in die Küche eingesetzt werden und wenn die Arbeitsplatte auch finalisiert wird, weil die muss ja dann auch nochmal geschliffen werden, da muss noch ein bisschen was rausgefräst werden und so weiter, die wird dann auch noch richtig angepasst mit den Ausschnitten für das Waschbecken noch und für das Kochfeld und so weiter. Also da kommt noch ein bisschen was, ich würde sagen Küche Teil 2 im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben und falls ihr Fragen habt, einfach immer unten in die Kommentare damit. Ich bringe mir das irgendwie auch alles gerade selber bei und ich habe eigentlich auch wenig Ahnung, aber vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen noch irgendwie helfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, beim Campervanbau, was auch immer und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.